Hallo meine lieben Zelda-Fans da draußen, willkommen zurück zu Let's Play Zelda Skyward Sword HD. In der letzten Folge hatten wir natürlich ein paar Sidequests erledigt. Nun geht es jetzt nun direkt zu Ranel. Wir wollen natürlich jetzt hier entlang, denn zu den Ranel-Minen. Denn hier befindet sich jetzt unsere nächste Reise in den dritten Dungeon. Wir sind uns so jetzt gut vorbereitet. Wir haben natürlich Tränke geholt. Wir haben auch die Rüstungssache auch noch geholt, damit wir noch gute Rüstung haben. Und ja, wir müssen natürlich jetzt unser Equipment mit die den aufgebauten Holzschild. Mit dem Eisenschild kommen wir nicht rein, weil wir wissen nicht aus uns selbst, dass es leider Blitze hagelt und so weiter, weil es natürlich Blitze auch noch abwirft. Und da wären wir auch schon. Wir betreten jetzt nun Ranel. Das dritte Gebiet in dem Erdfeld. Da wären wir schon mal. Gebieter Link, ich habe dir etwas zu berichten. Wir sind nun auf der Ranel-Mine angekommen. Die Ranel-Mine. Seit Hunderten von Jahren wird diese Gegend nach und nach zu einer Wüste. Ist nur ein kleines Fleckchen, aber der Rest noch wird noch mehr sein. Ich schätze, dass Zelda hier hergekommen ist und bereits vorausgeeilt ist. Ich habe jetzt schon gedacht, jetzt fliegt er bald herunter. Das sind also Roboter hier, hä? Dieser Roboter scheint schon sehr lang nicht mehr zu funktionieren. Ich verstehe nicht, was er uns sagen will. Roboter. Und da ist noch etwas. Eine Artefakt der Götter haben wir hier gefunden. Das müssen wir natürlich auch aktivieren. Das hat natürlich jetzt den nächsten Truhen dann frei machen. Ich höre da irgendwie so ein Summen hier. Ich glaube, dass wahrscheinlich Strom geleitet hier wird. Das sind nur ein paar Rubine. Anscheinend ist das Strom elektrifizierend, die ganze Sache hier. Und dann machen wir jetzt mal aufheben. Die Donnerblumen. Wieder mal ein Rubin hier. So, mal sehen, was die nächsten sagen. Die sagen auch leer nichts. Wahrscheinlich haben dort die Roboter hier gearbeitet, wer weiß. Weil ich kenne jetzt sowieso Skyward Sword nicht komplett auswendig. Dazu würde ich jetzt mal schnell speichern. So. Und ja, Leute, heute ist mein Geburtstag. Ja, Happy Birthday to me. 29 Jahre alt bin ich jetzt schon geworden. Aber in Stream geht es natürlich morgen, glaube ich noch. Anscheinend. Da ich jetzt sowieso dann mit ein Miitopia-Stream dann machen werde am 17. September. Am 18. habe ich leider keine Zeit, weil, ihr wisst schon selbst, Five-Übungen und so weiter. Real Life habe ich ein bisschen was mehr zu tun. Aber trotzdem bin ich hier in YouTube ja halbwegs mehr aktiv. Und da jetzt sind noch ein paar Flattermeiler. Okay, bewegen. Das sind aber eher solche Minenkarren zu sein. Okay. Okay. Okay, das ist jetzt. Oh mein Gott, nee. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Ganz ruhig.
Okay, das bringt leider nichts. Das bringt nichts. Die will ich jetzt lieber nicht angreifen, weil die sind elektrifizierend. Ich glaube, ich kann das nur mit dem Bombenangriff erreichen. Ja, die kann man nur mit Bomben angreifen. Weil die können uns jederzeit uns dann elektrifizierend schlagen und das weiß ich nicht, wie viel Schaden die machen. Aber lass uns sehen. Weil diese elektrischen Schleime gibt es jetzt häufiger hier in so einem Gebiet. Schon wohl ein Weg gewesen zu sein für die Mine, wer weiß. Also sind ja die Bomben halt eher die Schwachstellen für diese Schleimboiler. Okay. Hier sind zwei Wege. Okay, da ist noch eine Minenkart. Wow. Ich hab schon gewusst, dass einer kommt. Ah, fuck you. Ah, Mann. Ah, fuck you. Ich wusste es. Ich wusste es. Die Deku-Samen bringen ja fast nichts. Und boom. Ich glaube, die Bomben sind jetzt eher die nützlichsten Waffen für uns gegen die elektrischen Schleimmäuler, weil wir haben jetzt noch nicht die passenden Dungeon-Item, gegen diese elektrischen Viecher anzugehen. Okay. Scheint wohl eher wie eine Art Weiche zu sein. Oder irgendein Kristall. Wir wollen sehen, was das hier bringen soll. Könnte wie eine Art Fließbinder hier zu sein. Das ist wie eine Art Fabrik hier aus. Dann aktivieren wir mal. Was es wohl bewirkt. Okay. Jetzt wird also doch jetzt was zum Leben erwacht. Statt Soras gibt es jetzt mal Roboter. Richtig super. Na gut. Anscheinend sind jetzt die Roboter doch halt am Leben gekommen. Wo kommst du denn her? Wir sammeln hier die Steine der Zeit. Die tragen wir zum Ranel-Steinwerk. Die Steine sind gefährlich und nichts für Menschen. Rühr sie nicht an. An diesem Ort hat sich die Zeit verändert. Als du den blauen Stein getroffen hast, sind wir in der Zeit zurückgewandert. Ich schätze, dass wir uns hier in der Vergangenheit befinden. Okay, wir sind also jetzt in der Vergangenheit. Interessant. Also nur durch dich und die ganze Linie hier ist natürlich alles aktiv. Also müssen wir jetzt mal das hier... Kann das nicht noch schieben? Okay, brauchen wir nicht schieben, also bewegt sich jetzt komplett automatisch. Nice. Okay. Was haben wir hier? Du hast eine Äonenblume erhalten. Blühte bereits in vergangenen Zeiten wunderschön, soll in dunklen Höll erleuchten. Auch solche seltenen Blüten, die wir hier finden. So, dann mal schön ablegen hier. Dann wollen die Felsen hier mal wegsprengen. Wieder mal so ein blauer Kristall. Das ist höchstwahrscheinlich dort weiter erweitert. Okay. Interessant.
Boah, dieses Gebiet ist schon richtig jetzt spannend. Wirklich, weil jetzt Roboter dort gearbeitet haben. Anstatt die Zoras haben die jetzt nochmal dort hier die Roboter ersetzt und... Oh, fuck. Das wollte ich jetzt nicht. Die Steine der Zeit bewegen uns um unsere Maschinen. Ihre Energie sprengt jede Skala. Okay. Du interessierst dich für die Steine der Zeit? Dann musst du ins Ranel-Steinwerk. Was soll das da bitte bringen? Soll ich da etwa eine Bombe hier abwerfen oder was? Lass mich raten, da muss ich sicherlich eine Bombe abwerfen, oder? Reichen. Ja, tatsächlich, wie bei Wind Waker. Ich muss halt wirklich nochmal einen Wind Waker dann mal zocken, das wäre auch super. Nach Scarlet Sword, wer weiß. Oh, hier haben wir diese Schleimbeutler. So. Rück ich mal weg. So, dann mal schon mal auffüllen. Jetzt mal die Bomben, weil die Bomben sind ja eh so nur nützlich. Acht. Neun. Und zehn. Perfekt. Okay, da muss ich noch mehr von diesen Bomben hier sammeln. Jetzt scheint wohl eher wie Treibsand zu sein. Da muss ich schon schön aufpassen. Hier scheint wohl eher die Sache etwas brenzlicher zu wirken. Zack. Dann hier der nächste vielleicht. So, ein bisschen näher ran. Na bitte. Ja, super. Ich glaube, es ist noch ein bisschen besser. Okay, da ist jetzt noch eine Rubin und eine Abkürzung vielleicht? Oder? Ne. Hätten das noch einen Gegner, oder? Ja, tatsächlich. Diese Schleimbeutler wieder. Okay, muss ich nur warten, bis die dann den Strom abdrehen. Saft abdrehen bei sich selbst. Okay, das ist noch... Mal sehen, was das hier ist. Du hast eine Ranel-Ameise gefangen. Man sagt, im Bau des Insekts würde sich eine Wasserquelle befinden. So kann es in der Wüste überleben. Interessant. Haben wir wieder mal 20 Rubine gesammelt. Dum, 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 dum. Wieder mal Ameisen. Besser sammeln wir es hier auf, damit wir dann eine bessere Rüstung bekommen oder sowas, weil das ist ja leider Scarlet Sword hier einprogrammiert. Oh mein Gott, muss ich schön aufpassen, nicht, dass ich dann versinke. Wie ich wieder ein Herz und das wäre nicht sehr gut. Ich kann es eher so darstellen als eher der dritte Dungeon, aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht der dritte. Das kann wohl nicht der dritte Dungeon jetzt sein. So, komm mit. Mit euch. Ihr Ratten. Aber ich glaube, Raubschlimme, ich weiß nicht, ob die da wirklich Raubschlimme mal eingebaut haben. Ich glaube, das war in Scarlet Sword natürlich nicht der Fall. Das habe ich jetzt sowieso jetzt
immer ein Nachgedanke hinein. So, zack. Damit haben wir jetzt die Sache etwas einfacher. Ich weiß nicht, wofür brauchen wir diese Sachen hier, aber ich glaube, das war ja sowieso nötig, weil ich glaube, bis dorthin zur nächsten Sache zu kommen, war ja schon ziemlich viel versunken. Also das war jetzt doch nicht so blöd, dass wir das... Oh, jetzt gibt es diese Frösche von diesem Feuertempel auch noch, die sind jetzt aber elektrisch geladen, statisch geladen. Ach nee, ach really? Diese Viecher noch, dass die auch noch existieren, habe ich auch nicht damit gerechnet. RIP. Scheiße. Also muss ich dann doch zum nächsten hier rüberkommen, weil ich komme nicht so weit darüber. Das ist ziemlich knapp. Renn, 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 renn. Komm. Supidupi. Oh. Ah. Scheiße. Naja, mindestens macht nur einen halben Herzschaden. Okay. Ziehen wir so einen Weg und wetten, da ist noch mehr Kristalle hier versteckt. Okay, dann muss ich jetzt sicherlich das hier wegwerfen. So, mal. Ja, super. Okay, das ist doch wieder nur Sand hier, aber... So, wir mal Bomben einlegen. Und bumm. So, dann wollen wir mal schnell jetzt auffüllen, wieder mal die Bomben. Habe ich einen Rubin gehört, ein Klingen die Klingen. So, dann wollen wir mal schnell jetzt die Bomben reinpacken. Und ja, wir werden dann natürlich meinen Stream, den Stream erst am Abend machen, also am 17. September, falls es möglich ist. Ansonsten kommt ein normales Let's Play dann um 14 Uhr wie gewöhnlich. Aber lass dich überraschen. So, ich muss jetzt mal ganz schön konzentrieren. Okay, ja, ich weiß, jetzt. Rollen. Mach mal. Okay, das ist noch wieder so ein Kristall. Vielleicht wird das dann den Sand dann einmal entfernen. Nummer 2. Ja, tatsächlich. Da kommt jetzt statt den Sand jetzt nun das totale Grün. Und ja, da haben wir wieder mal diese Pflanzen. Okay, da haben wir wieder mal diese... Na bitte. Mal reden und mal sehen, was die da reden. Was macht ein Mensch in diesem Ort? Suchst du etwa Steine der Zeit? Ja, die Steine der Zeit suchen wir auch. Das ist ja ganz klar. Ah, da höre ich irgendwas. Wieder mal so ein Gegner. Ja, das ist ja so ein Gegner. Ah, jetzt bin ich schon mit der Steuerung jetzt mal gut mehr eingewöhnt.
So, RIP, mein Freund. Vor kurzem wurde einer meiner Freunde entführt. Ein Mann munkelt, dass diese Kerle uns die Energie abzapfen. Wie schrecklich. Freunde wurden entführt. Okay, aber wir schauen jetzt mal kurz um, weil wir haben jetzt noch nicht alle Orte abgeguckt. Mal sehen, was es hier unten gibt. Okay, wieder mal so eine Libelle. Du hast eine Gerudo-Libelle gefangen. Die Facettenaugen dieses Insekts glitzern wie Rubine. Seine langen Flügel sind durchsichtig wie Glas. Ja, weil die mal was Interessantes. Interessanter Fund. Wir müssen sowieso jetzt sehr viele Rubine sammeln, wie möglich. Aber dieses Gebiet ist schon jetzt irgendwie entspannter. Viel mehr entspannter als der Feuer-Dungeon im Vergleich, weil da hat man ein bisschen Frustrationen gehabt, aber das ist jetzt schon ein bisschen anders. Ah, wieder mal so einer. Über unseren Köpfen. Mal sehen, was wir hier haben. Eine Riesentruhe. Hast eine blaue Vogelfeder erhalten. Die kostbare Feder kann nur bei extrem seltenen blauen Vögeln finden. Das haben wir eh schon bereits. Aua! Tschüss, Kollege. Dann fangen wir mal weiter, weil es gibt hier nichts mehr zu suchen. Wir hören uns sowieso nur ganz weit da vorne. Mal sehen, was uns das dahin bringt. Irgendwie nach draußen aus der Mine. Okay. Anscheinend sind wir schon jetzt drüber durch die Mine gekommen. Jetzt verlassen wir schon mal die Grenze wieder. Wir sind in der Wüste Ranell angekommen. Eine große Dürre hat den gesamten Landstrich auseinandergenommen. Okay. Wüste Ranell. Und da ist natürlich das Triforce. Hier vorne sind wir auch schon hier. Ich stelle eine erhöhte Konzentration von gefährlichen Treibsand fest. Das Gefahrenpotenzial steigt um 30%. Ich empfehle, Minus zu drücken, um auf deine Karte auf Bodenschaffenheit zu prüfen. Ich schätze, dass Zelda hier war. Wie ich bereits sagte, birgt diese Gegend Gefahren für dich. Ich empfehle, sie bald zu treffen, um zu erfahren, aus welchem Grund sie nach Elden gereist ist. Das wollen wir auch unbedingt wissen. Also es gibt noch zwei weitere Wege. Wird schon sehr interessant sein, aber ich glaube, im nächsten Part geht es dann natürlich weiter. Wir haben jetzt ein bisschen eine Erkundung hier in diesem Ranell-Mine gemacht. Und ich glaube, wir werden jetzt hundertprozentig den nächsten Dungeon dann noch machen. Also den dritten Dungeon ist noch weit entfernt, also wir müssen noch ein bisschen Ranell noch weiter abgucken, weil Ranell ist noch etwas größer als Eldin und die anderen zwei Dungeons, die wir durchgemacht haben, also die zwei Gebiete. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Und falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und falls ihr nicht geschehen, gerne ein Abo. Falls ihr nur wollt, ist halt freiwillig.
kostet ja natürlich nicht das Abonnieren von meinem Kanal. Also, bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Red Pocketendo. Ciao!